Das wird heute auf jeden Fall richtig gut. Ich merke, die Kraft ist da, Leute, und damit willkommen zu diesem neuen Video. Ich werde euch heute mal so ein bisschen was aus meinem Push- und Lats-Training zeigen, aber so ein bisschen mehr auf den Teil Push eingehen. Was will ich mit meinem Push-Training, also mit dem Programm, was ich aktuell fahre, eigentlich erreichen und wo liegt der Fokus drauf? Und ihr seht es, wir starten auch direkt mit einer Schrägbank-Variante sofort ins Training rein, denn wie bei ganz vielen anderen Leuten auch oder generell bei der Brust, ja, vielen Leuten halt einfach. Der obere Anteil ist jetzt nicht unterentwickelt bei mir, im Gegenteil, aber er ist immer noch nicht so dominant wie der untere oder der Rest in der Brustmuskulatur. Von daher legen wir im Push-Training den Fokus definitiv auf Schrägbank-Variation und starten hier also auch mit einer relativ steilen Variation mit der Incline Press von Hammer. Ich versuche relativ aufrecht zu sitzen, Schulterblätter nach hinten und dann schön hier rausdrücken. Ich würde sagen, let's go. Hier gibt es zwei Sätze. Kein Top und kein Backoff, sondern beide Straight Sets, Wiederholungsbereich 7 bis 11. 100 Kilo sind drauf. Und let's go. Pausiert natürlich die 100 Kilo. Schade, Mann. Ich dachte, die 10. geht noch, aber gleiche Leistung wie letzte Woche. Denkt immer dran, ihr könnt euch nicht von Woche zu Woche steigern. Es hat einen bestimmten Level, einfach völlig utopisch. Und dann ist das Leistung halten auch immer sehr, sehr gut, weil das zumindest ein Indikator dafür ist, dass ihr nicht schlechter werdet. Und das ist auch Fortschritt. Also im Training gibt es natürlich immer fleißig 15 Gramm ERAs, immer noch ohne Intra-Carbs. Bei 300 Gramm Carbs im Schnitt am Tag ist das halt einfach nicht drin. Ansonsten Logbuch wird natürlich auch geschrieben. Und bei den Satzpausen, weil ich oft gefragt werde, ich tracke die nicht. Also ich gehe dann in den nächsten Satz, wenn ich mich wieder ready fühle. Ich habe jetzt just for fun mal die Zeit mitlaufen lassen, damit ich mal sagen kann, wie lange es ungefähr ist. Also ich bin jetzt bei knapp 3,5 Minuten und werde dann jetzt, denke ich, auch so langsam in den nächsten Satz reinstarten, weil ich mich jetzt wieder fresh fühle. Also ich sag mal, bei schweren Lifts immer so 3 bis 5 Minuten. Klar, so ein Kreuzheben sind dann auch mal 5 Minuten, ein bisschen mehr. Und so bei Sachen wie Flies oder sowas gleich sind es halt eben maximal 2 Minuten, weil ich dann von selbst immer schon wieder fresh bin. Gut, von daher. Ja, also hier tatsächlich im Vergleich zur Vorwoche jetzt nicht die großartigste Steigerung hingelegt, passt aber eh. Und warum mache ich das Ganze pausiert? Generell im Push-Training fast alle Lifts, einfach um die absolute Last zu verringern. Absolute Last ist zwar immer gut und ist auch das beste oder der beste Indikator, wenn die steigt, dass es irgendwie auch zum Muskelaufbau kommt. Neben der Wiederholungszahl und den anderen Intensitätsparametern. Aber höhere Lasten bedeuten auch eine höhere passive Abnutzung.
Also Sehnenbänder, Gelenke, ihr wisst, was ich meine. Und dementsprechend, es ist immer vorteilhaft, mit weniger Gewicht den gleichen Stimulus zu setzen. Und deshalb reiche ich halt mit den pausierten Variationen. Deshalb hier 1-2-Count-Hold und einfach bewusst stoppen und dann rausdrücken. So, bei den Flies mache ich das genauso wie bei den Incline Press, auch wieder pausiert aus den gerade erklärten Gründen. Ansonsten liefen die Flies heute so wie letzte Woche auch schon besser als die Press. Also Fly Movements fallen mir deutlich einfacher, bin ich auch ein bisschen stärker, also verhältnismäßig stärker, was den Progress angeht aktuell. Konnte ich mich hier zumindest im ersten Satz ordentlich steigern. Also ihr seht, das Push-Training ist soweit erstmal relativ klassisch aufgebaut. Starten mit Seitheben, einfach ja, seitliche Schulter immer zuerst, logisch, brauche ich nicht weiter erklären. Danach geht es dann an die Incline Press, wie gesagt, für die oberen Fasern der Brustmuskulatur. Und dann geht es an die Fly-Variation, also wirklich klassisch. Ihr braucht ja kein Hack-Mack oder sonst was, ihr braucht nicht mal normales Bankdrücken, sondern nehmt wirklich lieber eine Schrägbank-Variation, das macht deutlich mehr Sinn. So Leute, ich hole mal kurz meinen Dipgürtel raus, denn die nächste Übung ist eine Zwitterübung, würde ich jetzt mal sagen. Nein, ihr wisst, dass ich gleich noch Rücken trainiere. Das bedeutet, wir brauchen jetzt irgendwie mal so einen Übergang aus dem Push-Training ins Rückentraining und wir brauchen auch noch mal so einen Finisher, der einfach mal die komplette Chest, den Trizeps, die vordere Schulter, die komplette Schulterpartie, wo irgendwie einfach mal so im Oberkörperbereich pushmäßig alles noch mal so ein bisschen angegriffen wird. Dafür machen wir einfach Dips mit Zusatzgewicht. Einmal mit ein bisschen mehr in dem niedrigeren Wiederholungsbereich und dann einmal gegebenenfalls ohne bzw. mit etwas weniger Zusatzgewicht in dem höheren Wiederholungsbereich. Wie gesagt, bei den Dips arbeitet natürlich ein Großteil der Brustmuskulatur, aber eben durch die Ellbogenstellung kann es auch so ein bisschen beeinflussen, dass halt der Trizeps ein bisschen mehr mitarbeitet. Generell die vordere Schulter, die Schulterpartie sind halt eher alle involviert und dementsprechend ist das eine gute Übung. Ja, die machen ja schon wieder Randale, die Leute. Aber ihr wisst Bescheid. Also, jetzt einmal Dips, circa 10 Wiederholungen mit 15 Kilo extra. Da ging auch ohne Gewicht nichts.
Während ich jetzt hier meinen Rücken trainieren werde, beziehungsweise stehen jetzt noch 4 Sätze Rücken an, ihr wisst Bescheid, das Push- und Lats-Trainings an sich kennt ihr ja eigentlich schon. Wie gesagt, von den Dips dann jetzt über seithebenden Fließen der Übergang ins Pull-Training und zum Push-Training generell nochmal natürlich überall Muskelversagen, ganz wichtig. Und so ein Main-Hack, den viele im Push-Training halt überhaupt nicht beachten, denkt immer daran, in jedem Movement, egal ob es eine drückende Bewegung oder eine fliegende Bewegung ist, Ziel ist es, die Ellenbogen vor dem Körper zusammenzuführen, Bizeps und Bizeps aneinander zu führen. Wenn du deine Hände zusammenführen willst, brauchst du keine Brustmuskulatur. Wenn du aber die Ellbogen zusammenführen willst, dann spannt die Brust durch. Das immer in den Kopf rufen, bevor ihr mit dem Arbeitssatz startet, ist wirklich der wichtigste Tipp fürs Brusttraining. Das Training ist durch und war auf jeden Fall erfolgreich, wie man das bei mir kennt. Es gibt tatsächlich Leute, die sagen, ja, wann gibt es denn bei dir mal keine gute Einheit? Ich sag euch, ihr könnt immer gute Einheiten haben, wenn ihr mit dem Mindset reingeht und wenn ihr alles darauf auslegt, dass es eine gute Einheit wird. Pre-Workout-Routine, Post-Workout-Routine, Abendroutine, Schlafenszeiten, Mealtiming, spielt alles damit rein. Und wenn das alles passt, dann kann auch jede Einheit gut sein. Ein Tipp fürs Push-Training habe ich euch ja schon gegeben und der war es, die Geschichte mit den Ellbogen, mit dem Bizeps zusammenzuführen. Und was aber auch ganz, ganz wichtig ist und ich euch mit somit als zweiten Tipp wiedergeben oder mitgeben wollen würde, viele übertreiben im Brusttraining mit dem Trainingsvolumen. Das bedeutet, sie machen meiner Meinung nach viel zu viel uneffektives Volumen für die Brust. Das Problem bei der Geschichte ist, umso mehr uneffektives Volumen du machst, also Trash-Volumen, was ja trotzdem dann aber auch irgendwo anstrengend ist, desto weniger Progress machst du, weil die Anstrengung auch durch das, naja, ich sag mal, so nicht vorteilhafte Volumen muss ja auch irgendwie regeneriert werden. Ihr müsst also auch im Brusttraining lernen, wirklich effektiv zu trainieren. Und das bedeutet wenig Volumen mit einer hohen Qualität in den Arbeitssätzen, mit einer hohen Intensität und somit einem hohen Reiz. Und das Ganze aber so, dass ihr es trotzdem regenerieren könnt. Denn dadurch, dass halt eben viele ein Defizit in der Brust haben, aufgrund der Problematik mit der Ansteuerung versuchen sie das halt durch immer mehr, immer mehr, immer mehr irgendwie zu kaschieren. Aber das bringt nichts. Das ist, macht keinen Sinn. Ihr müsst lernen, mit wenig viel zu erreichen. Und das ist halt gerade beim Brusttraining auch wirklich wichtig. Und während ich mir jetzt hier mein Post-Workout machen werde, es wird Oats geben, ihr kennt es aus dem letzten Full Day of Eating, hoffe ich, dass ich euch ein bisschen was in dem Video mitgeben konnte. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, whatever, wann auch immer ihr das Video schaut. Und ganz wichtig, denkt dran, abonniert meinen Kanal, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar, wenn ich das Ganze vielleicht auch mal für mein Pull-Training machen soll. Wobei das, glaube ich, mehrere Videos werden würden, weil das deutlich komplexer ist. Da ich insgesamt ja 2, 2,5 Pull-Einheiten in der Woche habe. Und ja, dementsprechend vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.